Er versucht auch besser zu erkennen, wer da vor ihm ist, immerhin. Hat er im Hinterkopf, irgendwo müssen ja auch noch die anderen sein. Eine einzelne Lampe schwingt in dem Schiffsrumpf. Du hast auch das Gefühl, dass das ganze Schiff irgendwie in Bewegung ist, dass es von rechts nach links gestoßen wird. Du stolperst von der einen Seite des Gangs zur anderen Seite, hältst dich immer wieder an einem Handgriff, an einem Handlauf fest. Das Licht schwankt hin und her an seinem Kabel und wirft immer wieder nur so ein Schlaglicht davor in die Tür. Und du kannst sehen, wie die Person verzweifelt an der Tür hämmert. Mills, du feiger Bastard, schau mich an! Die Person dreht sich nicht um. Sie dreht an einem großen, schweren Mechanismus, um die Tür zu öffnen. Den Verschlussmechanismus zu öffnen. Die Tür rastet ein und die Gestalt wirft sich mit aller Kraft gegen das Stahlschott und versucht, das aufzudrücken. Was tust du? Aiden rennt los auf diese Gestalt zu und er will Mills nicht einfach nur töten. Dafür hat er viel zu sehr gelitten. Er will dem Bastard alles heimzahlen, was er ertragen musste. Und wenn er dadurch auch noch seine Amy und den kleinen Dominik retten kann, ist das umso besser. Er rennt auf diese Gestalt zu und will sie erstmal in diese Wand hineinrennen, auf den Boden reißen. Würfel engage in violence. Du rennst auf die Gestalt zu, stürzt dich auf sie. Du hörst noch einen lauten Knall von einer Pistole. Dann bist du auf der Gestalt drauf. Ihr ringt miteinander. Du stößt sie einmal gewaltig gegen das Stahlschott. Lässt die Hand voransausen, in der du die Pistole hältst. Schlägst der Person damit einmal krass auf die Stirn. Du tacklst die Person nochmal gegen die Stahltür. Du reißt sie zu Boden und schlägst einfach immer wieder wie ein Gestörter mit dem Lauf der Pistole. Zack, zack, zack ein, bis nichts mehr übrig bleibt. Bis der Schädel einfach nur noch eine blutige, schwerende Wunde ist, ein Haufen Matsch. Du schlägst nochmal zu und nochmal. Erst dann realisierst du erstens, dass die Person ebenfalls eine Pistole hatte, sie abgefeuert hat und du spürst einen stechenden Schmerz im Brustkorb. Schreib dir bitte eine schwere Wunde auf. Und du erkennst, dass die Pistole nicht nur eine Polizeidienstwaffe ist, sondern dass der Mann, den du da zu Boden gerissen hast, unmöglich Franklin Mills sein kann, denn er trägt einen schweren braunen Trenchcoat und keine orange Gefängniskleidung. Und dann siehst du den Polizeistern, den Wappenschild des Detroit Police Department auf der Brust des Cops, den du gerade erschlagen hast. Der sich nicht mehr rührt unter der Gewalt deines Ansturms. Und du siehst eine Dienstnummer. Und du siehst einen Namen. Detective Glover. Aiden fängt an zu schreien, lässt seine Waffe fallen. Schaut auf seine Hände, schaut durch seine Hände auf das jetzt nicht mehr vorhandene Gesicht des Mannes vor ihm. Nein! Er beugt sich runter, packt den Mann am Kragen, als wolle er ihn anschreien, dass er zurückkommen soll ins Leben, aber er schreit in ein Nichts und er hört nicht auf zu schreien. Vor dir öffnet sich das Stahlschott. Er lässt den leblosen Körper des Mannes los, realisiert erst jetzt wirklich, dass er auch anscheinend getroffen wurde, taumelt, lässt sich nach hinten kippen, fasst sich an die Brust und tastet nach seiner Waffe,
versucht sie zu fassen und auf die Tür zu richten. Du überschreitest die Schwelle und trittst in den Maschinenraum. Ihr alle findet euch jetzt im Maschinenraum wieder. Jeder in einer anderen Ecke. Und in der Mitte des Raums steht, angsterfüllt, panisch um sich schauend, mit einem Plastik-Schlagstock in der Hand, also ein Hartgummi-Schlagstock in der Hand, Franklin Mills. Dr. D. Hamry, du hast eine Hand an deinen Hals gepresst, wo immer noch Blut aus deiner aufgerissenen Halsschlagader heraussuppt. In der rechten Hand hältst du einen Revolver, den dir Dermond, der direkt hinter dir steht, in die Hand drückt. Auch die anderen Patienten, deine anderen Patienten, deine anderen Opfer stehen im Halbkreis um dich herum. Joshua Katz, du stolperst aus der Tür hinaus, hast immer noch die Pantoffeln an und in einer Hand hältst du deinen Hammer. Aiden Kostroff, du hast die Pistole in deiner Hand. Du bist dir nicht sicher, wer da draußen alles geballert hat, wie viele Schüsse noch übrig sind, was in der Pistole eigentlich drin ist, aber du hast sie immerhin, du hast deine Pistole wieder. Detective Jenner, auch du stehst im Raum. Du bist gerade erst aus dem Haus der Familie Mills herausgetreten, auch du hast deine Pistole im Anschlag. Kunal, dein linkes Auge ist eine schwerende Wunde, aber abgesehen von dem trüben Bild, das dir dein rechtes Auge zeigt, siehst du seltsame Muster überall im Raum, vom Boden bis zur Decke, als wäre der Raum in seltsame Spruchbänder eingepackt. Er gehört mir. Damit gehe ich mit dem Hammer in die Mitte. Stehen bleiben! Ich richte meine Waffe jetzt auf dich. Also, Cats. Ich schau dich an. Aiden hebt seine Waffe, richtet sie auf Mills, geht nach vorne und sobald er sicher ist, dass er jetzt trifft, fängt er einfach an zu schießen, dieses ganze verdammte Magazin in den Penner reinzupumpen. Caleb drückt sich seine Halswunde zu und hebt einen zitternden Arm und in die Todesangst, die er spürt, mischt sich jetzt ein neues Gefühl, ein Gefühl, dass ich das alles jetzt beenden kann und ich habe sie wieder, diese Waffe in meiner Hand ist schwer und warm und sie gibt mir Macht und ich ziele in Richtung Mills und drücke ab immer wieder. Ja, wenn ich fassungslos zusehe mit den Blicken auf Jenna, auf Kostjov und dann auch auf die Hamre, ich fassungslos schüttle ich den Kopf und wenn ich dann sehe, wie vor mir Mills blutend zu Boden geht, dann packe ich meinen Hammer fester und laufe auf Kostjov zu. Kunal geht zu Mills hin. Also Kunal ignoriert die Schüsse, ignoriert die anderen. Er hat nur die Muster, die da vor ihm sind, im Kopf und er weiß, dass er wissen muss, was sie bedeuten und er geht auf Mills zu. Und er weiß. Kunal. Ja. Würfel bitte Soul. See through the illusion. Ich würde jetzt ganz gerne in meiner Verzweiflung mit einem Schrei für Papa Kostjov den Schädel einschlagen wollen. Alle mit Schusswaffen. Ihr habt die ja jetzt alle auf Mills gerichtet, richtig? Jenna wollte sie auf eigentlich mich. Cats aufhalten. Genau, Jenna hat sie auf mich gerichtet. Alles klar, Jenna, würfel bitte. Auf Engage? Ja, Engage in Combat. Oh, Junge! Ich hab aber auch einen Würfel gekreuzt. 2-10? Nee, eine. Okay, Cats, als du auf Kostov zustürmst mit erhobenem Hammer, siehst du, wie Jenna die Pistole hochreißt, auf dich anlegt und feuert. Jenna.
willst du volles Leder runterballern oder versuchst du gezielt und munitionssparend zu feuern? Nein, ich möchte gezielt einen Schuss setzen, dass er keine Gefahr mehr ist. Alles klar. Cats, bitte würfel Endure Injury mit minus 2. So, warte mal, das war jetzt Avoid Harm. Das wäre ziemlich gut gewesen. Ja, richtig ganz. Ja, vielleicht kann ich auch ausweichen, aber... Okay, Cats, du stürmst auf Aiden zu, das heißt quasi durch die Mitte. Jenna legt auf dich an, weil er wahrscheinlich denkt, dass du den Milz schnappen willst. Feuert seinen Schuss ab, erwischt dich an der Seite. Du nimmst eine schwere Wunde. Trotzdem schaffst du es, den Raum zu durchmessen und attackierst Aiden. Hast du schon Engage in Combat gewürfelt, Katz? Ja, ich muss gerade nochmal schauen. Auf alle Fälle gewürfelt. Ja, Endure Injury hier ist einmal 15. Okay, Aiden, würfel bitte Endure Injury mit auch minus 2. Aiden, du legst gerade auf Mills an, du siehst verschiedene Leute ihre Waffen erheben, jeder zielt auf jeden. Du schießt auf Mills, ja? Genau, er hat auf Mills geschossen und als er dann blutig zusammenbricht, bin ich dann auf ihn losgegangen, weil er der Erste war. Aiden, würfel bitte Engage in Combat, um auf Mills zu feuern. Nein! Willst du einfach nur noch blindlings ballern, bis dein Magazin leer ist, oder willst du Munition sparen? Ja, am besten ist im Kopf, ne? Naja, das eine macht mehr und das andere macht weniger Schaden. Ja. Er fängt mit dem Kopf an. Man sieht er ja, aber trifft schon. Wieder in die Uhr? Okay, du schießt, zack, bang. Du siehst, wie Mills von deiner Kugel am Hals getroffen wird, sich einmal eine Pirouette macht und dann quasi in Kunals Arme sinkt, der gerade zu ihm hingesprungen ist. Dann ist Cats bei dir. Ja, mit einem langen Schrei für Papa, mit dem Hammer auf dich niederschlägt und dann der Schuss von dir. Der Hammer erwischt dich mit der flachen Seite direkt an der Schläfe und reißt dich einmal rum. Du nimmst eine kritische Wunde. Dann kann er abdrücken. Ist auch geschafft. Auf ihn schießt du. Ah. Auf Mills. Auf Mills, du packst deine Hand, die eine Hand am Hals, die andere Hand mit der Pistole, mit dem Revolver am Abzug. Du schießt einfach. Du hast wahrscheinlich keine große Erfahrung mit Schießen. Genau. Ich schieße einfach in seine Richtung und drücke, bis das Magazin leer ist. Du klickst einfach durch. Peng, peng, peng. Der Revolver lässt einen Schuss nach dem anderen los. Du kannst sehen, wie du einen Meter rechts von Mills ins Wasser schießt, einen Meter links von Mills ins Wasser schießt. Du kannst sehen, wie Mills von einer Kugel von Kostrov getroffen wird, sich um die eigene Achse dreht, zur Seite fällt. Und in dem Moment ballerst du deine letzten drei Schuss raus. Zack, zack, zack. Und erwischt die falsche Person. Kunal, würfel bitte auf Endure Injury. Minus 2. Ne, minus 3. Ja, das ganze Magazin verballert. Auf einmal fliegen überall Kugeln um dich rum. Du checkst gar nicht, was los ist, Kunal. Warum ballern die alle? Was soll das? Warum schießen sie alle? Auf einmal kannst du sehen, wie die ganzen Symbole um dich herum diese
von der Decke quasi einfach runterfallen, diese riesigen Sigillien runterfallen, ins Wasser klatschen überall um dich rum. Du kannst sehen, wie sich der Schatten von Martha Mills im Raum ausbreitet und ihn einmal rund um dich herum erfasst. Und du kannst jetzt erkennen, was sie ist in dem Moment, wo du von Calebs Kugeln zersiebt wirst. Wird dir plötzlich klar, wo du dich befindest, was das um dich herum ist. Du weißt ganz eindeutig, dass das, was sich hier als Martha Mills präsentiert, keine amoklaufende Erinnerung von Franklin Mills ist, sondern es ist ein ganz eigenes Wesen. Ein eigenes Wesen, das sich nur der Erinnerungen von Martha und Franklin Mills bedient, um einen Weg zu finden, um sich in die Welt hineinzuwurmen, um von ihr sich zu ernähren und zu laben und ihre kleine persönliche Hölle, ihr Purgatorium, in dem ihr euch jetzt gerade befindet, in die Welt, die du kennst, diese Normalität, die du so sehr verabscheust, zu entlassen. Und du bist dir ziemlich sicher, dass dieses Pattern, das sich hier abzeichnet, dieses infernalische Pattern, nicht das ist, was du in der Realität entfaltet sehen möchtest, dass sie dich hereingelegt hat. Aiden. Joshua ist auf dir drauf mit dem Hammer, hat dich zu Boden geschlagen. Deine Knarre ist nicht leer geballert. Du hast munitionssparend versucht zu schießen. Du bist dir sicher, dass Mills noch nicht tot ist. Du hast ihn nur mit einem Treffer erwischt. Und jetzt steht auf einmal der Staatsanwalt über dir und schwingt den Hammer und will dich erschlagen. Was tust du? Er nimmt die Waffe, hält sie quasi zwischen sich und den Anwalt und dann muss er ja nur noch drücken. Und er packt mit der freien Hand, nimmt er den Anwalt bei der Brust quasi, um ihn hochzuhalten und dann setzt er die Waffe darunter an und drückt so oft ab, bis der Anwalt schwer auf ihn niedersackt und dann zumindest nichts mehr macht. Leg eine Probe ab, bitte, auf Act Under Pressure, weil der Staatsanwalt Hammer schwingend direkt über dir drüber steht. Wenn du das jetzt versemmelst, wird er dich wahrscheinlich erschlagen. Du tust es und du ballerst dein ganzes Magazin raus, alles, was du noch drinne hattest. Versuchst du in Joshua Katz zu versenken, aber Joshua, Aiden, du zögerst für eine Sekunde, bis die Waffe in der richtigen Position ist. In dem Moment geht Joshuas Hammer wieder runter. Würfelt bitte beide eine Probe auf Endure Injury. Die von Joshua minus 3, die von Aiden minus 2. Ja, ihr Kugeln fliegen, der Hammer schwingt, du erwischst Aiden an der Schulter, du spürst, wie dich die Kugeln von Aiden, zumindest eine davon, trifft. Aber es sind alles nur Streiftreffer, nicht so richtig, ihr seid nicht so richtig getroffen worden. Allerdings, Aiden, ist deine Pistole jetzt leer geschossen. Und Joshua hat noch immer einen Hammer. Felix, was gedenkst du zu tun? Ich habe ja die anderen Schüsse wahrgenommen. Ja, du siehst, wie Joshua und Aiden in den Nahkampf gegangen sind und sich gegenseitig versuchen, Schießen zu bringen. Ich würde einmal nach Mills gucken, weil ich ja auch ein Interesse daran habe, der ja jetzt anscheinend in den Armen von Kuna liegt, der übelst getroffen worden ist. Ja. Dann würde ich Dr. Dihamre versuchen auszuschalten. Doktor, deine Pistole ist leer geballert und Felix Jenner legt seine auf einmal auf dich an.
Caleb, würfel bitte Avoid Harm. Du versuchst zur Seite zu springen. Du packst die erstbeste mobile Deckung, die du greifen kannst, und versuchst Josie, die da hinter dir steht und dich quasi, sie hat die anderen angefeuert. Jetzt in dem Moment feuern sie Felix Jenner an, dass er dich abknallt, und packst sie einfach und reißt sie vor dich. Die Kugel durchschlägt ihren kleinen Kinderkörper, trifft dich trotzdem, aber nur mit halber Wucht. Würfel bitte eine Probe auf Endure Injury ohne Abzug. Caleb, du hast die Wahl. Entweder die Kugel trifft dich, du hast ja schon eine kritische Wunde, und tötet dich direkt, oder sie reißt dich in die Bewusstlosigkeit. Die Kugel trifft mich. Mit dem Körper des kleinen Mädchens auf dir drauf sackst du zu Boden. Die Kugel von Jenna hat dich getroffen und erwischt. Du sackst zu Boden und spürst, wie das Leben aus dir herausfließt. Die Hand, die du noch auf die Halsschlagader gepresst hattest, verliert plötzlich ihre Kraft. Sie rutscht ab und du spürst, wie das Leben aus dir herausfließt, aus dieser Halswunde und aus der neuen Wunde direkt in der Magengegend, wo dich Jennas Kugel getroffen hat. Kunal. Alle drehen durch, alle schießen aufeinander, alle attackieren einander, alle versuchen einander umzubringen. Kunal versucht, Franklin Mills und sich selber wieder auf die Beine zu kriegen und versucht, rauszukommen. Rauszukommen aus dem Maschinenraum, rauszukommen aus dem Schiff. Okay, er wehrt sich nicht. Er versucht, sich auf dich zu stützen, so gut es geht. Ihr humpelt in Richtung des Ausgangs. Franklin, ich hab sie gesehen. Ich hab dahinter geschaut. Du hast recht. Lass es verschwinden, Franklin. Hinter dir hörst du das laute Gelächter von Martha Mills. Junge. Oh, du dummer Junge. Das hier ist mein Revier, du kannst mir nicht einfach so entkommen. Als er gerade an den rangelnden, kämpfenden Cats und Jenna vorbeikommt, siehst du, wie das schwere Stahlschott, der Eingang in den Maschinenraum, wiederum ins Schloss fällt und sich wie von Geisterhand selbst abschließt. Cats, Jenna. Das Einschlagen des schweren Stahlschotts reißt euch für eine halbe Sekunde aus eurem Kampf heraus, und ihr könnt sehen, wie dein Assistent Joshua versucht, mit Mills durch die Tür zu entkommen, die sich gerade verschlossen hat. Ja, wenn tatsächlich Mills noch lebt, dann würde ich sogar ablassen. Ich hatte angenommen in meinem Wahn, dass er tatsächlich erschossen wurde von Kostov. Und würde mich dann, wenn ich auf Kostrov knie, hocke, mit dem Hammer über meinem Kopf erhoben, würde ich tatsächlich versuchen aufzustehen und dann in die Richtung zu rennen. Aiden, willst du das nutzen, um Joshua zu verletzen? Ich will das auf jeden Fall nutzen. Seine Waffe ist zwar leer, aber wenn Cat von ihm ablässt und aufsteht, will er das nutzen, um so gegen sein Schienbein zu treten oder gegen sein Knie zu treten, dass es quasi gegen die unnatürliche Bewegungsrichtung verletzt wird.